und noch einen 10. Riesengacker-Imbiss, wenn ich bitten darf. Aber ziemlich pronto. Enjoy a doodle-doo. Ja, danke schön, CJ. Jetzt hast du aber hier deine volle Lutsche, aber zum 10. Male wieder. Und ich hoffe, das reicht dir mal langsam. Dein Gewicht, das macht mir langsam Sorgen. Ach so, nehmen wir schon auf. Ja, ach so, Entschuldigung. Ja, der CJ, der hat mich eben noch unbedingt gebeten, hier vorbeizuschauen, denn er wollte unbedingt noch ein bisschen futtern. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt aussehen werden, wenn wir durch diese Tür schreiten. Und zwar... So, Körperfett erhöht, du bist völlig verfettet. Ja, ich glaube auch. Boah. Ja, CJ, das ist ja langsam nicht mehr feierlich. Ich bin ja losgefahren und dann wollte ich ja, wo wir zum ersten Mal, wo wir die ersten 10 vollen Lutschen gegessen haben, da wollte ich dann ja eigentlich hinfahren. Da meinte der CJ aber, nee, das ist ihm ein bisschen, bereitet ihm dann doch ein bisschen Unbehagen, wenn er da 2 Tage aufeinander hingeht und dann halt 10 volle Lutschen frisst. Das ist halt schon doch ein bisschen krass. Deswegen sind wir woanders hingefahren, beim Cluckbell oder wie das da hieß. Und ja, da hat er sich dann nochmal 10 Portionen gegönnt, wie ihr ja gehört habt, als die Aufnahme gestartet ist. Ja, ihr wolltet ja unbedingt den CJ so fett haben und ihn so bewundern in seiner völligen natürlichen Pracht. Es ist schon schön, aber auch irgendwie eklig. Und der gute Darius Blader, das war der einzig Vernünftige, der meinte, nee, besser nicht, das ist ja völlig eklig und wie kannst du nur, Lenti? Ja, tut mir leid, wir werden ja wie gesagt durch das Spiel... Wird ja eine Mission, wie gesagt, sein, dass wir uns dann einkleiden müssen. Und dann müssen wir auch irgendwann wieder abspecken. Das ist auch eine Mission. Das ist wirklich eine Mission, die habe ich nicht erfunden. Die Mission, die wird es geben. Und dann werden wir das auch tun. Und dann sehen wir ganz adrett aus. Dann werden wir uns einen richtigen Gangster-Buddy zulegen. Und ich meine, jawohl, das ist ja eigentlich auch schon voll Gangster-like. Da muss man sich schon einiges zutrauen. Das ist schon ziemlich mutig. Und wir können rein theoretisch schon diese 2 Lakaien holen und mit denen eine Gang gründen. Wir können ja eine 2-Mann-Gang anführen. Das sind unsere Homies. Wollte ich nur mal so sagen. Und CJ, der fühlt sich da auch richtig heimisch und mittendrin. Nee, irgendwie habe ich dich nicht gepusht, aber egal. Na gut, ich habe alles so gelassen von den Audioeinstellungen. Ich hoffe, das passt so. Ihr habt ja euch ja auch nicht beschwert oder so. Und deswegen dachte ich, ja, dann machen wir das halt so weiter. Und ansonsten wollte ich noch irgendwas anbeifügen, voranmerken. Nö, wir fangen einfach an. Hier, Sweet, nächste Mission, Cleaning the Hood. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All he do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, Beat Up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on it. Apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly, Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blow. For sure. Okay. Ja, ich musste mir eben schon ein bisschen das Lachen wieder verkneifen. Ich wollte nicht gleich wieder loslegen wie im letzten Part. Aber erstmal links oben. Falls Ryder in einen Kampf verwickelt wird, drücke G, wenn du zu Fuß bist, um ihn wieder an deine Seite zu rufen. Denn ich habe mir schon irgendwie den letzten Part nochmal angesehen und habe gedacht, ja, war schon ein bisschen viel Gelächter und ein bisschen wenig Ernst dabei. Naja gut, das ist ja jetzt auch gerade nicht sehr ernsthaft, was ich hier mache und betreibe. Aber ja, ich versuche das mal alles für sich sprechen zu lassen. Ich denke, das ist schon witzig genug. Auch die Bilder, die sprechen schon ganz gut für sich und auch die Zwischensequenzen sind sehr lustig anzusehen, wenn die alle den CJ für so mächtig cool halten und ihm auch bereitwillig folgen und mit ihm gesehen werden wollen in der Öffentlichkeit. Und keiner etwas sagt, keinem ist es aufgefallen, dass wir eine elastische Unterhose tragen, die sich unserer Körperfülle jederzeit anpasst, dass wir unsere Unterhose auch nie wechseln, was ja noch dazu kommt, weil der CJ, der hat ja nur diese eine, der hat ja keine Klamotten mitgebracht von der Ostküste und deswegen ist das alles ein bisschen problematisch eigentlich, aber es stört niemanden. Das ist eine perfekte Welt, wo sich keiner um Äußerlichkeiten schert, es geht nur um die inneren Werte. Und mit diesen Worten werden wir diese Zwischensequenz hier einläuten. Whatever, man.
This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Oh, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Und da ziehen sie von dann. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find somebody selling. Ja, ich würde ja gern mit dir durchs Viertel cruisen, aber ich habe irgendwie das Auto zu Hause vergessen, fällt mir gerade auf. Geh den Crack-Dealer zusammenschlagen. Aber er ist ja Gott sei Dank nur ein paar Straßen entfernt und wir laufen hier einfach mal über die Straße rüber, wie das ganz normale Menschen eben machen. Für uns wird sowieso breitwillig angehalten. Wer sollte denn da drüber pesen wollen? Denn wir sehen noch ganz normal aus, ganz adrett. Oh, das sah eben auch schon wieder aus. Wie der CJ auch sich ganz selbstverständlich bewegt, weil die Bewegungen, die sind halt schon vorprogrammiert. Und halt nur das Aussehen wird jeweils geändert, was ja an sich schon cool ist, weil man dann nicht immer mit dem gleichen Charakter rumläuft und dann auch die Kleidung dann irgendwie wechseln kann zwischendurch, um dann irgendwie seriöser auszusehen oder eben so wie wir gerade. Naja, da ist ja jemand. Na, das geht aber nicht. Na, lass mal hier uns vorbei. Was kaufst du denn da? Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Aber jetzt hast du hier was Erstklassiges in der Fresse, nämlich meine Faust. Mach dich fertig, alle dich. So, alle dich, das klingt ja auch. So, ach, das war ja schwach. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Wow. Ja, gerne. Du musst zur Bude des Dealers. Ich glaube, der Typ hat den Schock fürs Leben, wenn er denn noch leben sollte. Mhm. Der CJ garantiert nicht. Bah. Ich hätte jetzt einen Schock fürs Leben. Ich habe eben ganz entgeistert auf dem Bildschirm gestarrt. Wenn ich da der arme Dealer wäre, oh Gott, ich würde bereitwillig sterben wollen nach diesem schrecklichen Anblick. Das, man muss doch. Also ich glaube, der denkt nachher, dass er sein eigenes Zeug sich eingepfiffen hat und deswegen sich selbst geschlagen, verprügelt hat. Denn so sieht doch kein echter Gangster aus wie der CJ. Oh Gott. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Genau, denn wir sind die Johnson Boys. Ah, nee, sind wir ja gar nicht, denn der Ryder ist ja mit dabei. Good afternoon, baller dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Ach, dem einen im Hintergrund wird noch einen geblasen. Einer, wie sagt man? Egal. So, erstmal hier den Boss zusammenschlagen. Oh, jetzt geht der andere auch noch auf uns. Aber das kriegen wir schon hin. Einfach Button-Mashing, wie bekloppt. Auf die Maus. So, wir dürfen uns nur nicht erwischen als vom Baseballschläger, denn das tut schon weh. Ach, da hat er nicht ausgehalten mehr. So, rein theoretisch können wir halt noch die zugecrackten hier halt mit dem gezielten Schlag auch noch umbringen. Die brauchen nur einen. Aber warum? Wir könnten auch die Dame hier umbringen, die werte Dame. Aber meine Güte, ist wahrscheinlich nur eine Nutte und sie ist jung und sie braucht das Geld. Und da habe ich mal das Nachsehen als werter Herr... Herr Johnson, genau, Herr Johnson heißen wir ja, in diesem Spiel Mr. Johnson. Das hört sich ziemlich seriös an, weniger seriös sehen wir dann aus, aber das ist was anderes. Hier liegt auch noch eine zugecrackte, achso, ich dachte eben, die hat nur einen halben Arm, aber der ist irgendwie so komisch angewinkelt. Von daher, ja, alles geschafft, Ryder, dann kommen wir auch raus. Ich denke, wir haben hier gut aufgeräumt. Die werden sich das zweimal überlegen, sich mit uns anzulegen. For sure, homie. And what's more, you ain't run out on me.
So, Ballas. Wir brauchen mal eben euer Auto hier. Geht mal da raus. Oh, Ryder. Mensch, Ryder, jetzt steig gefälligst ein. Jetzt kommt noch ein Zug vorbei. Und ich rede durch den Text. Oh Gott. Naja, egal. Das ging ja noch ganz gut. Ich meine, dafür, dass sie so überfettet sind, haben wir auch Probleme, wenn wir mal weglaufen müssen oder so. Deswegen hoffe ich, dass das so bald nicht passiert. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Yeah, und nur weil CJ wieder da ist. Weil er für den Respekt sorgt. Die anderen haben endlich mal wieder Respekt vor uns. Respekt plus, aber immer noch keinen Respekt zu sehen. Egal, aber unser Sexappeal durchs Fettfressen hat er sich um die Hälfte wieder aufgefüllt. Ich denke, diese Anzeige ist mega willkürlich. Ich meine, hallo, wenn wir nur so ein bisschen fett ist. Also Kinder, ihr lernt, wenn ihr so fett seid, dann finden euch die Leute wieder alles sexy wie eh und je. Und jeder will wieder mit euch was zu tun haben. So, haben wir jetzt zwei Wagen. Den dritten können wir leider nicht einparken. Ich glaube, ich speichere mal lieber nach jeder Mission immer, weil ist sonst gefährlich. Könnte ja sein, dass man, weiß ich nicht, dass man mal stirbt und dann muss man alles nachspielen. Und vor allem in einem Let's Play wäre das ja tödlich. In einem Let's Play finde ich das ganz schlimm. Privat hätte ich gesagt, nö, egal, spiele ich halt nach. Aber ich möchte ja auch eine laufende Aufnahme haben und die nicht immer beenden müssen, weil ich mal was nicht schaffe und dann wieder einsteigen und bla und sowieso. Aber ich wollte euch mal zeigen, wir können Zäune zerkloppen mit drei Schlägen. Wir sind echt stark. Liegt nicht an unserem Fett, können wir auch als kleiner Lauch. Könnt ihr mal ausprobieren mit euren Zäunen, Holzzäunen daheim. Obwohl, nee, Holzzäune braucht ihr gar nicht mal. Das geht auch da hinten bei diesen metallenen Zäunen. Bei diesen, ja, weiß ich gar nicht, wie man die genau nennt im Fachjargon. Aber da reichen auch drei gezielte Schläge. Oder halt auch mit einem Baseballschläger. Einer sogar. Und dann ist es schon platt. Der CJ ist ganz schön kräftig. Dabei hat er gar keine Muskeln. Das ist alles nur Fett, also nicht wundern. So, ja, hier ist Sweet. Nächste Mission, drei Fru. Respekt has to be earned, Sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, man, shit. Hey, man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry. Yeah. Tacos. Tacos again? Hell no. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Ich sehe aus wie Haut und Knochen, auf jeden Fall. Der Big Smoke sieht gegen uns aus wie ein schlanker Tarzan. Steig in das Auto, okay, gerne. Fahre zum Drive-Thru-Schalter des Clucking Bell. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Yeah, you right, my bad. CJ, I'm gonna give you a lay and spray down. You want grand or something? Some shit. So, okay, geschafft. Dann können wir hier auch die Zwischensequenz starten. Denn ich möchte ja mal die Texte ausgehen lassen. Bis zu einem richtigen Ende. Sonst wird das irgendwie mal abgebrochen. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9. Fat boy. Whoa. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s. A number 9 large. A number 6 with extra dip. A number 7. 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. CJ, brauchst du gar nicht so zu gucken. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it, though. So. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Okay, dann essen wir mal. Der Big Smoke hat anscheinend einen besseren Stoffwechsel als wir. Wie mir scheint, auf jeden Fall. Hey, dude, we got beef around here. We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood.
Das können wir nicht zulassen. Nein, Drive-By. Nimm dir das Gang-Auto vor, ehe sie deine Homies erreichen. So, das ging ja schnell. Gerne. Chubby motherfucker, next time you better start blasting or I'ma blast you myself. Smoke is wide, man. I mean, wide. And that's why you love me, baby. Genau, dafür lieben wir dich. Und mich erst recht. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Echt, Smoke, du Fettsack, ey. Nimm dir mal ein Beispiel an uns. Wir sind schlank wie ein Reh.